Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu der neuen Webinarreihe Agina Trader Helpdesk mit Carsten Berger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Wie der Titel schon sagt, geht es um den Agina Trader. Hier in diesem Webinar haben Sie die Möglichkeit, entsprechend Fragen zu stellen. Carsten selber wird auch noch ein paar Sachen vorstellen. Und nutzen Sie also die Gelegenheit. Sie haben ja die Chat-Funktion. Können Sie gerne Ihre Frage auch jetzt schon reinschreiben, auch wenn der Carsten vielleicht gleich erstmal was anderes zeigt. Aber dann werden wir auf die Fragen dann zugehen. Bevor wir dann tatsächlich starten, einmal den Risikohinweis. Bitte dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Es dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Gut, so, lieber Carsten, offiziell auch einen guten Abend und ich freue mich, dass du mit uns diese Veranstaltung machst. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wenn du soweit bist und wünsche natürlich viel Spaß. Ja, danke Nelson für die Ankündigung. Ich übernehme jetzt mal den Bildschirm und wie immer muss ich erstmal den richtigen jetzt aussuchen. Mensch, ganz viele Symbole sehen wir. Ja, das ist der falsche dann. Könnt ihr gerne mal aufräumen. Ich bin da immer am Aufräumen, aber wir nehmen jetzt den, damit man mich mal kurz sieht und ein paar Worte, sage ich mal, zu mir sagen, denn einige kennen mich vielleicht noch nicht. Okay. Ich bin Carsten Berger, 52 Jahre alt. Von Beruf bin ich eigentlich Diplom-Verwaltungswirt, lebe in Rangsdorf. Das ist 10 Kilometer südlich von Berlin. Der ein oder andere hat das wahrscheinlich schon am berlinerischen Dialekt gehört. Bin gebürtiger Berliner und beschäftige mich mit dem Thema Aktien, Geldanlage seit 1987 bereits und handel Aktien eigentlich als Schwerpunkt, habe auch CFDs gehandelt, bin 2013 auf eine Software gestoßen, die Agina Trader heißt, und zwar aus dem Grund, dass ich halt eine Software haben wollte, die eine Analyse, ein Screening, Money Management, Trade-Verwaltung, ein Trading-Journal, alles in einem hat. Deshalb bin ich zu diesem Agina Trader gekommen. Und habe mich dann so weit eingebracht, dass ich, der ein oder andere kennt es vielleicht, ungefähr 200 Videos gedreht habe in der Zeit, Tutorials für die Agina Trader. Und bin dann auch zum Coaching gekommen, weil man gesagt hat, okay, du kennst dich so gut aus mit der Software, bring uns das doch mal bei. Und seit 2015 coache ich auch meine Strategie, das ist die Perlentaucher-Strategie. Und von daher haben wir gesagt, mit FXLED zusammen, wir können in der Ferne diese Strategie auch mit CFDs umsetzen und daran arbeiten wir zusammen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, machen wir zusammen eine Webinarreihe, die mal monatlich stattfindet. Und von daher könnt ihr gespannt sein, was da kommt. Und natürlich dann auch eure Fragen stellen hinsichtlich der Agina Trader Software. So, was erwartet euch denn im Agina Trader Helpdesk Webinar? Was ist das überhaupt, Agina Trader Helpdesk? Das ist zum einen, dass ihr natürlich Fragen stellen könnt zum Agina Trader. Da wir uns aber erstmal fokussieren auf die Mercury-Version, also auf die kostenlose Version, die ihr euch bei FXLED letztendlich runterladen könnt und damit den Agina Trader nutzen könnt, möchte ich euch zeigen, was diese kostenlose Version kann. Und was sie halt auch nicht kann. Und da ich festgestellt habe, dass dieser Handelsplatz, der so im Moment angeboten wird, vielleicht einige Defizite hat, habe ich ihn, sage ich mal, so angepasst, dass die Systematik meiner Strategie auch mit dieser kostenlosen Merkle-Version annähernd. Also da ist mehr Handarbeit möglich als bei der Agina Trader Andromeda-Version, halt nachbilden kann. Und in diesen Helpdesk könnt ihr halt Fragen zu dieser Version stellen oder auch zu dieser Strategie. Und weil das ja eins ist, wie man die Version bedient zum Beispiel oder was euch überhaupt, sage ich mal, an Fragen einfällt zum Agina Trader, solltet ihr dann hier stellen. Was ist die Perlentaucher Mercury Version? Die werde ich euch gleich zeigen.
wie das aufgebaut ist und wo wir gemeinsam, ich und FX Flat, daran arbeiten, dass es halt auch so abgebildet werden kann, was man sonst mit Aktien macht, dass man das auch mit CFDs abbilden kann. Und da werde ich den letzten gleich nochmal ein paar Informationen entlocken, wenn ich die Version zeige, was denn da noch also kommt. Genau, das ist das, was ich gerade angekündigt habe. Und natürlich Fragen zu Arjuna Trader Mercury Version danach, stellt diese bitte. Und am besten ist es natürlich, wenn ihr die schon im Vorfeld an uns sendet für das nächste Webinar, entweder direkt an FX Flat oder an cb@tradercoach.de mit dem Stichwort Arjuna Trader Helpdesk. Schreibt einfach eure Frage, denn dann kann ich mich darauf vorbereiten, wenn sie etwas komplexer ist. Oder ihr kriegt halt eine Antwort von mir 1:1, sage ich mir, per E-Mail, wenn es halt zu komplex ist für ein Webinar. Okay, dann schalte ich mal auf den Arjuna Trader und der ein oder andere wird das Layout vielleicht schon kennen. Also wer das andere Webinar gesehen hat, was wir mal machen zur Perlentaucherstrategie auch bei FX Flat, der weiß ungefähr, wie mein Arbeitsplatz aussieht. Und ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, wie dieser Arbeitsplatz in der abgespeckten Version, weil die ist ja kostenlos, was die halt kann, das ungefähr so hinzubekommen mit einer Logik, dass man dort auch selektiv mit handeln kann. Und was dort auf jeden Fall schon mal auffällt, ist also eine klare Struktur innerhalb der Tabs, dass man sich halt von links nach rechts durch klickt, um am Ende letztendlich einen CFD zu bekommen, den man halt als Aktie oder als ETF später, vielleicht als Branche oder als Welt-ETF oder Länder-ETF handeln kann. Deshalb, diese Struktur ist halt in dieser kostenlosen Version, die noch nicht zum Download zur Verfügung steht, aber die demnächst zum Download zur Verfügung steht, müssen noch ein, zwei Checkups machen und entsprechende Listen noch vervollständigen. Dann könnt ihr diese Version genauso bekommen und habt im Endeffekt annähernd einen anderen vollwertigen Arbeitsplatz, der optisch genauso aussieht wie die der Andromeda-Version. Was kann halt die Mercury-Version nicht? Also ich habe schon viele Anfragen bekommen. Da wurde halt gefragt, Mensch, kann ich nicht die Mercury-Version benutzen, die du halt selber in der Andromeda-Version benutzt? Wo ist denn da das Defizit? Also das ganz große Defizit der Mercury-Version ist hier bei Strategien angesiedelt und man sieht, man hat keinen Condition Escort. Wer sich nicht auskennt mit dem Arjuna Trader, wird fragen, was ist Condition? Das heißt im Endeffekt eine Bedingung, also nehmt es wie eine Signalerstellung. Hier könnte man per Drag und Drop einfach Signale erstellen. Einfach ist immer relativ, aber man kann halt Signale erstellen, sich per Drag und Drop zusammenstellen. Diese Funktion fehlt hier. Ja. Eine weitere Funktion ist, die hier fehlt, ist der Setup Escort. Das bedeutet, eine automatische Verwaltung von Stops und Targets ist nicht möglich. Und der AT++ Manager fehlt, was halt Money Management, sage ich mal, berechnet. Ihr könnt einstellen, 1% Risiko vom Konto, wird automatisch die Stückzahl berechnet. Das fehlt hier auch. Das sind schon enorme Einschränkungen. Zumal das natürlich extrem zeitsparend ist, hier diese Funktion zu nutzen. Ansonsten muss man sich ja mal ein bisschen überschlagen mathematisch oder man nutzt ein Excel-Tool, um dieses Money Management in den Griff zu bekommen. Was man ein bisschen abfedern kann, ist der Setup Escort. Dort bin ich dabei, einige Ordervorlagen zu erstellen, sodass man halt verschiedene Ordervorlagen im Endeffekt einbringen kann. Muss die natürlich dann auch von dem Einstieg und Ausstieg verschieben und die Stückzahlen anpassen, weil da kein Money Management dabei ist, aber man hat diese Verbindungen der Orders schon implementiert in den Formen von Setups. Was man machen kann, ist im Endeffekt programmieren, wer das also kann, C-Sharp mit der entsprechenden API-Informationen für den Arjuna Trader, kann sich hier Indikatoren programmieren, auch Signale programmieren, bekommt diese aber nicht letztendlich in diesen Scanner hier oder Screener, wie man ihn nennt, diese Liste hier. Ja, zum einen ist es eine Liste, weil hier CFD-Werte drin sind im Endeffekt und hier Spalten sind, die dann Informationen ausgeben. Und was man hier nicht kann, ist halt ein eigenes Signal erstellen,
und dann hier das ausgeben auf trifft dieses Signal zu oder trifft es nicht zu. Meinetwegen vier, fünf verschiedene Elemente damit drin und man kriegt eine Condition, die halt aus mehreren Signalen besteht. Kann man in eins zusammenfassen und man bekommt halt diese Information nicht. Man kann hier nur Indikatoren anzeigen lassen. In dem Fall habe ich hier den Umkehrstab Long eingefügt und den Umkehrstab Short eingefügt und würde jetzt hier ein Signal auftauchen, würde jetzt hier letztendlich eine 1 auftauchen. Das funktioniert auch, weil es als Indikator ist, aufgebaut ist. Und im Moment haben wir keinen Umkehrstab. Wie man sieht, ist auch kein vorhanden gewesen. Man bekommt das hier als Unterstützung. Das ist auch ein Nachteil der Mercury-Version. Vorteil ist, die ist kostenlos. Ja, also ihr könnt die euch benutzen. Wenn man programmieren kann, kann man sich eigene Indikatoren programmieren oder eine Strategie programmieren. Letztendlich ist es aber ein Instrument, was einleitend für euch die Bedienung im Margina Trader erleichtert, weil es halt nicht so viele Sachen zu lernen gibt dafür, wie ihr euch einarbeiten könnt. Und wenn ihr wenige Werte handelt, zum Beispiel, meinetwegen jetzt hier die CFD auf dem DAX oder auf dem Tech DAX oder am MDAX oder an Eurostoxx oder sag ich mal im Nasdaq 100 zum Beispiel, dann könnt ihr das super nutzen. Ja. Aber wir bauen ja auch, ne, Nelson, letztendlich diese Angebote von Aktien wesentlich weiter aus. Und auch Branchen-ETFs und Länder-ETFs kommen noch mit dazu, sodass man Richtig. halt einen Top-Down-Ansatz fahren kann, wie ich das auch sonst mit Aktien mache. Genau. Und das kann man annähernd jetzt hier auch in der Mercury-Version. Aber in der Andromeda-Version kann man das natürlich auch nutzen, aber das ist natürlich wesentlich effektiver. Schaut einfach mal rein, wenn ich bei FX Flat wieder das Webinar mache. Über Perlentaucherstrategie, da sieht man in meiner Andromeda-Version, wie ich sie nutze. Und solange könnt ihr natürlich gerne kostenlos bei FX Flat hier die Mercury-Version nutzen. Wie ist das generell aufgebaut? Ja, ich habe mal so ein Marktklima, wo ich letztendlich die Indizes mir anschaue. Ja. Und da sind jetzt im Moment die ganz klaren Klassiker drin, der deutsche und der US-Markt. Und wie man halt sieht, wenn man hier aufklickt, öffnet sich ein Chart. Oben ist der Tageschart. Und unten ist der Wochenchart. Kein Hexenwerk. Was ist noch drin? Ich nutze das Bollinger Band. Das ist eingestellt. Ne? Ihr könnt hier raufklicken. Dann kommt das rein, das Bollinger Band. Und wenn er wieder raufklickt, geht es einmal raus. Und wenn ihr das draußen habt und geht mit der Maustaste drüber, dann könnt ihr so drüber hovern, dann ist es kurz drin. Ja? Dieses Teil hier rechts nennt man Action Bar. Ja, weil da so viel Action drin ist, da kann man halt, sag ich mal, seine Indikatoren reinlegen. Da ist der SMA 8 drin, der SMA 50, der SMA 200 und die Widerstand- und Unterstützungsbereiche aus der Woche, aus hier unten. Ja, man sieht also in der Tagesansicht die Widerstände aus der Wochenansicht. Ja. Das nutze ich auch bei meinem anderen Tool. Und diese Struktur ist halt relativ einfach. Ihr habt ja auch die entsprechenden Zeichenwerkzeuge drin, für rote Linien und grüne Linien, für Volumenunterstützung, um die einzuzeichnen. Ihr könnt Bereiche farbig markieren, ob die Zonen, die ihr anlaufen wollt. Könnt ihr einen Text mit reinpacken. Was haben wir noch? Den Messer, den Ruler, da könnt ihr ab messen, wie viel Prozent eine Bewegung ist oder wie viele Bars das ist oder wie viel vom Preis her in der Veränderung stattgefunden hat. So ein Messgerät, um auch euer Risiko zu bestimmen. Und natürlich könnt ihr auch frei anzeichnen machen. Das ist schon mal vordefiniert. Es gibt wesentlich mehr Zeicheninstrumente. Die findet ihr hier. Das ist alles da drin. Ich sag mir mal selbst, wenn ihr Fibonacci oder sowas nutzt, ist auch da drin. Ich selbst benutze nur das, weil ich nicht so viel im Chart rummale, sondern mir mehr die Kurse angucke, wo sie halt innerhalb des oder außerhalb des Bollinger Bands stehen zum Beispiel. Damit man das schnell lernt, ist es halt so, dass wenn ich hier oben durch diese einzelnen Reiter klicke, die einzelnen Tabulatoren, dann wird sich hier nicht viel verändern von der Optik, wie ihr seht. Das hat auch einen ganz klaren Grund und eine ganz klare Strategie meinerseits.
dass ihr nicht reizüberflutet werdet von der Vielfalt dieses Tools, sondern eigentlich immer auf einen Blick sofort seht, dass die Charts fast immer gleich aussehen. Ja. Gibt bloß ein paar Unterschiede, einmal zwischen Handel. Da habe ich drei Charts offen. Mal hier oben den Tageschart, rechts unten die Stunde und links unten die Woche. Das könnt ihr auch beliebig verändern, indem ihr 5 Minuten hier reingebt. Das ist jedem überlassen. In meiner Strategie bin ich eher auf Tagesbasis unterwegs und von daher sind die Einstellungen dem auch angepasst, aber ihr könnt es auch individualisieren. Ja. Und was auch, sage ich mal, sinnvoll ist, ist dieser Aufbau der Tabs, weil es einer ganz klaren Struktur folgt. Und zwar geht ihr los in bestimmtes Marktklima, heißt, wo befinde ich mich im Markt? Bin ich relativ teuer oder relativ billig? Hier bin ich relativ billig, weil der Kurs außerhalb des Bollinger Bands ist und dazu neigt, eventuell wieder nach oben zu korrigieren. Ja. So legt man das Klima so ungefähr fest. In der anderen Version, in der vollwertigen Andromeda-Version, sind da wesentlich mehr Tools mit bei, wie Volatilitätsbestimmung und so weiter. Das muss ja leider rausfallen, weil, wie gesagt, die Signale nicht implementiert werden können. Aber mit diesem Tool habt ihr schon eine, sage ich mal, eine gute visuelle Anreiz und eine gute visuelle Unterstützung, um Entscheidungen zu treffen. So, dann kommt hier ein Reiter, der heißt jetzt Märkte Welt ETF. Da ist jetzt nur einer drin. Da kommen halt noch die entsprechenden ETFs seitens FX Flat hinzu, sodass da sukzessive aufgebaut wird und ihr halt eine Auswahl habt und letztendlich sehen könnt, was in den Weltmärkten passiert. Ja. Wenn ihr dann bestimmt und sagt, Mensch, im Marktklima, der TecDAX sieht zum Beispiel meinetwegen super aus, da will ich jetzt long gehen, dann wäre die Intention zu sagen, okay, ich screene jetzt mal Werte aus dem TecDAX, wenn es den dann als Aktien auch gibt. Und dann geht man hier einfach rein, klickt auf diesen Button, statische Listen und sucht sich dann die entsprechenden FX Flat EU, also EU heißt es für Europa, angelegt Indizes aus. Da unten ist es. Und die habe ich dann mal sortiert, meinetwegen MDAX und DAX. Kommen ja noch mehr Werte dazu. Das werden dann vielleicht auch noch SDAX und TecDAX-Werte mit haben. Im Moment wäre es meinetwegen der DAX oder der MDAX. Dann klickt man auf DAX und dann laden die sich hier rein. Und ich bekomme sofort ein minimiertes Screening meiner Strategie. Könnte mir dann diese sortieren anhand der Dynamik hier. Ja. Und dann würde ich halt feststellen, okay, Deutsche Telekom ist eher am oberen Bollinger Band unterwegs, ja, hier oben. Und die hier unten ein Minus haben, sind eher am unteren Bollinger Band unterwegs. Und da kann ich halt schon sehr viel Informationen daraus entnehmen und mir die Wert anhand der Dynamik strukturieren. Hier würde ich generell eher long versuchen, Trade anzusetzen. Und man sieht zum Beispiel hier, die Dynamik ist auf 62 und ich habe ein Umkehrsignal in der Telekom. Und das funktioniert sehr gut, weil der Markt ja jetzt geschlossen ist. Hier ist der Umkehrstab. Und das wäre jetzt ein Setup zum Beispiel, wo ich sagen würde, okay, geht der Kurs da drüber, könnte ich hier einen Kauf einlegen. Ja. Ich will aber nicht aus der Screening handeln, sondern es soll nur gescreent werden. Ihr entscheidet, der Wert ist top. Und jetzt kann der Agena Trader was ganz Tolles. Das finde ich super erleichternd. Ich sage mir, den Wert möchte ich morgen handeln. Und dann schiebe ich den hier in die Handelsliste. Und was man hier sieht, man klickt hier einfach drauf, dann wird das rot und der wandert automatisch kopiermäßig in die Handelsliste. Schauen wir mal drauf. Müsste die Telekom drin sein. Da ist er. Ja. Und warum habe ich jetzt eine extra Handelsliste? Und eine extra Longwatch-Liste und eine Shortwatch-Liste. Das hat einfach den Grund, wenn ich etwas in den Handel, in den Set, also quasi in den Tab Handel eingebe, dann möchte ich dann den Wert auch definitiv handeln an dem Tag und zur Eröffnung möglichst. Ja? Und damit da nicht endlos viele Werte drin sind wie in einer Watchlist, sondern vielleicht nur 3 oder 4, wo ich Positionen aufbauen möchte, hat das was mit Fokussieren und strukturiertem Arbeiten zu tun, dass man sich halt nur auf die Werte konzentriert. Wie eröffnen die? Sind die über dem Hoch? Wie ist der Spread zum Beispiel gerade bei der Eröffnung? Da kann ich halt dann noch explizit eingreifen. Deswegen habe ich diese Handelsliste. Ich habe auch eine Watchliste, die ist halt long.
Da habe ich jetzt einfach mal den DAX reingeladen, damit da was drin ist, was man sieht. Das ist für Setups gedacht, die halt länger andauern müssen, aber die eine Grundbedingung haben. Also ein Setup bei mir ist zum Beispiel bei hohen Volumina am Tief, am Relativen, zu sehen, wie verhält sich dort der Markt. Aber in dem Bereich würde ich halt nicht kaufen, sondern vielleicht, sage ich mal, an dem Bereich oder dem Bereich. Das dauert halt länger. Und dann würde der, wenn ich hier die Screening machen würde, sagen, okay, ich möchte das handeln, aber erst später. Und deswegen kommt er in die Longwatch-Liste. Ja, und dann würde der dort in die Longwatch-Liste gehen. Er ist ja schon aus der Longwatch-Liste. Also alles, was aus dem Screener kommt und ich sagen möchte, dann brauche ich ein bisschen länger für, bis sich ein Setup ausbildet, dann wandert der in die Longwatch-Liste. Ja, für länger Sachen. So. Und für Short natürlich analog. Wenn ihr den Wert dann gehandelt habt, die Deutsche Telekom im Depot habt meinetwegen, also gehandelt habt, dann schiebt das einfach ins Depot und nehmt den aus der Handelsliste raus, sodass die mal schön clean ist und ihr nur Werte drin habt, die ihr wirklich am nächsten Tag handeln wollt. Ja, das macht ja nicht absolut Sinn. Kriegt man ein Signal auf Tag oder man hat auf Tagesbasis ein Signal bekommen, dann kann es ja sein, dass ihr zeitliche Nähe zu dem Markt habt. Das heißt, dass vielleicht intraday dieses Signal handeln möchtet und nicht auf Tagesbasis, dann könnt ihr den natürlich auch den entsprechenden Wert, zum Beispiel die Telekom, sage ich mir, okay, ich habe morgen Zeit, ich habe auch eine entsprechende Strategie und ein entsprechendes Money Management dahinter, sage ich mir, ich lege den in den Intraday, in die Intraday-Liste. Und wann hat die in die Intraday-Liste und dann sehe ich halt hier den Telekom-Chart entsprechend 5 Minuten, Stunde und Tag. Kann man auch wieder einstellen, wie man möchte einfach. Wenn ihr das nicht sehen wollt, könnt ihr hier eure Zeiteinheiten einfach anpassen. Der Chart bleibt aber immer gleich aufgebaut. Und dann kann ich halt sagen, okay, ich handle den halt intraday. Was kann ich halt machen, um halt eine Order aufzugeben? Es gibt demnächst noch zwei, drei, ich glaube, es sind 4 oder 5 verschiedene Ordervorlagen. Ich habe jetzt mal eine reingelegt, die ist dann kostenlos logisch dabei. Dann klickt ihr drauf, dann kriegt ihr halt eine bestimmte Order. Habt hier ein Target, habt hier ein Stop für einen Long und hier die Einstiegsorder. Müsst es bloß noch hinschieben. Und das Manko der Mercury ist im Endeffekt, dass ihr hier keine, sag ich mal, Positionsgrößenbestimmung habt. Das heißt, wenn ihr weiter auseinander geht zwischen Einstieg und Stop, müsste ja die Stückzahl der Aktie hier geringer werden. Die müsst ihr manuell selber ausrechnen, wie viel ihr haben wollt. Und hier auch manuell die Kurse, also einfach, sag ich mal, die Stückzahl eingeben. Wollt ihr hier 20 haben beim Einstieg, dann muss der Stop natürlich auch auf 20 stehen. Ansonsten bleibt ihr an der Restposition offen, schiebt den Stop so hin, wie ihr wollt und sagt, okay, am Target möchte ich erst 10 verkaufen, dann bleibt eine Restposition offen. Oder ihr sagt, okay, ich möchte alles verkaufen, dann habt ihr das entsprechend auch. Ja, da gibt es verschiedene Ordervorlagen von mir mit 2 Targets, mit 3 Targets und dementsprechend könnt ihr die auch dann, wenn ihr das Tool dann runterladen wollt, sind die dann mit implementiert. Ist noch nicht so weit, dass ihr es runterladen könnt, kommt noch, weil noch ein paar Sachen schön dazukommen. Und das ist halt mal ein Vorteil, dass ihr schon mal Ordervorlagen habt. Nehmen wir mal an, ihr habt die jetzt gekauft. Das machen wir jetzt mit einem amerikanischen Wert mal, weil da kriegen wir ja einen Kurs. Dann schauen wir mal, wo sind die USA-Indizes. Nehmen wir mal hier den NASDAQ. Lade ich mir die mal rein. Und schauen wir mal, nehmen wir dann hier mal die Cisco. Lädt noch. Da kommt sie, Cisco-Aktie. Meinetwegen wollt ihr hier einen Trade-off machen, nehmt die Ordervorlage. Ihr wollt meinetwegen hier long gehen. Mal den Stop, kauft ihr 10 Stück meinetwegen. Drückt auf den Knopf, was steht da? Stop Limit Order is not supported. Okay. Dann nehmen wir halt nur eine Limit Order, dann kann man das auch umstellen. Und Stop und Limit. In dem Fall hier bei uns ist ja aktuell der MetaTrader 4 als Referenzkonto hinterlegt und der selber kennt keine Stop-Limit-Orders. Okay. Gut Das geht zu erst noch wissen. mit dem MetaTrader 5 geht das erst.
Okay, dann kann man das hier auch hier ganz einfach umstellen, indem man hier raufklickt. Wenn man Gino Trader nimmt man einfach nur eine Limit Order oder eine Stop Order. So. Und meinetwegen schiebt ihr den dann dahin. Sagt okay. Ja, dann liegt es jetzt auf dem Weg zum Broker. Jetzt ist er beim Broker, aber er ist noch nicht drin gekauft. Jetzt schiebe ich die mal ein bisschen runter. Dann müsste im Endeffekt gleich ein Kauf erfolgen. Was steht Das unten ist. in der Orderwarnung? Schauen wir mal, was da drin steht. Stop 62 requested because of incoming price. Resubmitting with buy. Da trägt er nicht die Kombination von zweien. Okay. Spannend. Machen wir das mal ohne dem. Muss dazu sagen, ich benutze die 2.7 Version, die 187 hier unten, wie man sieht. Das ist die. Oh, scheint noch ein Fehler in der Agina Trader Version zu sein. Das ist gut zu wissen. Werde ich an den Support schreiben. Soll ich das mal anschauen? Meine Stop-Order müsste theoretisch gehen, Nelson, also. Das auf jeden Fall. Ja. Aber er weist die jetzt irgendwo ab. Okay. Das ist halt, sag ich mal, liegt nicht jetzt an dem Add-on hier oder an dem Tool, sondern es ist halt von Agina Trader in dem Fall, was da werde ich gleich mal Kontakt aufnehmen. Das wird dann wahrscheinlich eventuell ist schon mit diesem Update behoben. Das haben wir jetzt vorher aber nicht gemacht. Theoretisch könnt ihr dann auch diese Setups benutzen. Das müsste auch funktionieren. Wenn ihr jetzt einen Trade habt, dann nehmen wir halt einfach mal einen Market Order. Mal sehen, ob das geht. Schauen wir mal. Ja, mit einer Market Order bin ich reingekommen. Jetzt bin ich drin. Was ich euch zeigen wollte, ist im Endeffekt, damit hier nichts verloren geht, wenn ihr hier die einzelnen Aktien hin und her schiebt von meinetwegen ins Depot oder so und ihr vergesst das hier, die Telekom-Aktie oder die Cisco hier reinzuschieben, dann ist es bei vielen AT-Usern passiert, dass sie halt die Übersicht verloren haben. Das heißt, wenn ich die Aktie jetzt hier entferne, aus dem Intraday-Bereich, die Cisco zum Beispiel. Man sieht das, es ist grün unterlegt. Und wenn es jetzt sein würde, dass ich meinetwegen auf die Entferntaste drücke und entferne die Cisco, dann ist sie auch nicht im Depot zu finden oder im Handel oder so. Und damit das nicht passiert, dass ihr diesen Trade aus den Augen verliert, habe ich halt an der rechten Seite dieses Fenster gemacht. Und wenn ihr jetzt hier draufklickt, dann seht ihr auch gleich seid ihr im Gewinn und Verlust, offene Gewinne, realisierte Gewinne. Und hier oben könnt ihr einstellen, von wann bis wann das alles ist, Datum und so weiter. Und dann wird die immer fortgeführt mit allen Trades, die Liste, und ihr verliert nie die Übersicht. Und jetzt seht ihr schon, hier leuchtet es grün, da auch. Und das heißt, ihr seht den Trade hier in dem Chart normalerweise. Das ist jetzt die falsche Aktie. Da müsst ihr draufklicken, Cisco. So, und dann seht ihr euren Trade immer. Und wenn ihr hier 10 Trades offen habt, mit Teilgewinn und so weiter, wird das halt immer aufgeführt. Somit habt ihr immer eine schöne Übersicht über eure Trades. Und könnt halt immer hier draufklicken, es geht nicht verloren. Ja, falls ihr mal hier beim Hin- und Herschieben etwas verwechselt oder nicht drin ist. Schön ist immer, wenn er sagt, okay, ihr habt es auch noch im Depot drin, die Cisco, damit ihr die Übersicht einfach behaltet. Ja. So ist der Aufbau in diesem Tool. Weil ich gesagt habe, Updates. Ich werde auch immer gefragt, soll ich gleich updaten und wann soll ich updaten und wie sehe ich das überhaupt, dass ein Update zur Verfügung steht? Ja, das sehe ich immer hier unten. Hier ist die aktuelle Version, die ich drauf habe, die 187, die 2.7. Denn nur mit dieser 2.7 kriegt ihr auch diese Kategorien in den Listen zustande. Ja, hier zum Beispiel, wenn ihr hier auf Listen geht, statische Listen, dann seht ihr, sind die Listen letztendlich hier für FX Flat von mir vordefiniert. Und ihr habt jetzt keine Kategorielisten, die früher mal so aussahen, die endlos lang waren. Also teilweise, dass man hier nur gescrollt hat, voll unübersichtlich. Das wurde jetzt dramatisch oder besser, sage ich mal, gemacht, indem man halt Kategorien erstellen kann. Und somit habe ich halt auch im entsprechenden, in der Andromeda-Version hier Verwaltung,
Gold- und Silberaktien zum Beispiel drin. Und dasselbe machen wir jetzt hier auch für die entsprechenden FX-Flat-Sachen mit ETFs und dementsprechende zugeordnete Werte. So, und wenn ein Update da ist, dann leuchtet hier dieser grüne Pfeil auf und dann solltet ihr auf jeden Fall überprüfen, das wäre jetzt hier die 193, ob eure Version im Moment so lauffähig ist oder habt ihr schon einen Fehler überhaupt festgestellt. Na, wenn ihr keinen Fehler festgestellt habt in der Bedienung oder sag ich mal, eine bestimmte Einstellung, sag ich mal, euch nicht fehlt, dann lasst die erstmal drauf. Ihr müsst nicht die Ersten sein, die die neue Version probieren. Ja? Lasst erstmal ein bisschen Zeit verstreichen. Außer es ist ein dramatischer Fehler bei euch, den ihr oder ein Tool fehlt euch oder eine Funktion fehlt euch, die jetzt nochmal draufgesetzt wurde, dann macht ihr dieses Update. Aber ansonsten braucht ihr erstmal nicht so schnell sein. Lasst erstmal andere das testen, bevor ihr den, sagen wir mal, die ersten Tester einer neuen Version seid und dann wieder einen neuen Fehler eventuell drauf habt. Das ist bei jeder Software so. Man muss nicht immer gleich ein Update nehmen, wenn alles funktionsfähig ist bis dahin. Kann man später machen. Das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, für euch ein bisschen einfacher und nicht so stressvoll. Dann, ja, der Unterschied zur Andromeda-Version ist natürlich auch, dass ihr hier zum Beispiel keine Markierung machen könnt im Chart, also farblich markieren. Das ist auch mal ein schönes Tool. Dass ihr ja keine Scannervorlagen habt, die ihr speichern könnt. Das heißt, das ist Liste und Scanner in einem. Ja. Das könnt ihr halt nicht speichern, sondern das sind halt die, die ihr da angelegt habt. So könnte man die immer flexibel auch in anderen Tabs zum Beispiel einfach hineinkopieren, hätte verschiedene Sorten von Scannern zum Beispiel. Aber ist aber gar nicht so notwendig, aber ist halt eine gute Funktion, sag ich mal, um Sachen einfach zu sichern. Dann habt ihr keine Analyzer-Escort-Spalte, wo man mehrere Signale in eine machen kann. Ehrlich gesagt nutze ich das auch nicht, weil das ist ein ziemlich ressourcenfressendes Element für den PC und ich mag es lieber ganz clear, indem man mir anzeigt, liegt da das Signal vor, ja oder nein, und ich nutze gerne Ausgabewerte, um eine Art Ranking zu erstellen bei mir in der Auswahl und beim Screening. Ja. Also hier zum Beispiel, das wäre ein Ranking-Element für mich und das Signal findet halt innerhalb dieses Rankings statt. Dann weiß ich halt, okay, hier ist eine höherwertige Zahl, dann nehme ich lieber das Signal, als dass ich das hier unten nehme mit einem niedrigen Wert oder hier zum Beispiel. Ja. Wenn ich sage, okay, hier oben ist eine auf 31 und hat das Signal, dann sieht es besser aus charttechnisch und wenn ich das entsprechende Wissen dahinter habe, wie ich das zu beurteilen habe mit dem Volumen und so weiter, dann kann ich mir dort halt schon mal relativ schnell ein Ranking machen. So. Okay, dann schauen wir mal, ob Fragen da sind. Nelson, hast du irgendwie Fragen bekommen? Ja, da sind ein paar Fragen reingekommen. Vielleicht bleiben wir erstmal beim Thema. Da fragt der Michael, ob du die Trenddynamik kurz erklären kannst. Aber das hast du jetzt auch, glaube ich, auch teilweise schon gesagt. Ja, also Trenddynamik ist im Endeffekt, je höher der Wert ist, desto höher befindet sich der aktuelle Schlusskurs am oberen oder am unteren Bollinger Band. Also grün wäre dann im oberen Bollinger Bandbereich und rot wäre dann im unteren Bollinger Bandbereich. Und je negativer der ist, sage ich mal, also unter 0, dann ist er halt außerhalb des Bollinger Bands. Und wenn er halt über 100 wäre, dann, also hier oben im Plus, dann wäre er halt über dem Bollinger Band hier drüber. Und daran kann man halt sehen, welche Dynamik dort vorherrscht in dem Wert. Und gerade wenn welche Werte außerhalb sind, zum Beispiel wie hier, dann könnte man die zum Beispiel sagen, okay, packe die in die Shortliste und warte halt ab, bis der Wert, Freehand-Zeichen, das hier macht, zurückkommt, meinetwegen. Und dann halt einen Umkehrstab, sag ich mal, signalisiert und ich handle dann wieder in diese entsprechende Short-Richtung. Also relativ einfach. Das ist die entsprechende, sag ich mal, Logik dahinter. Gut, dann nächste Frage oder eine Frage war noch, wie man im Margin Trader Vortageshoch, Tief, Schlusskurs und Eröffnung anzeigen kann. Es ist ein Indikator auf jeden Fall, eine gute Frage. Dann klickt man hier auf diesen Button. Ich mache es nochmal langsam. Da oben, dieses weiße Quadrat, Indikatoren.
und kann sich entweder, wenn man die Bezeichnung weiß, hier im Suchfeld auch was eingeben. Ich weiß es jetzt nicht, kann man vielleicht mal Support verbuchen. Support und Resistance nicht. Oh, ups, da war hier Enter gedrückt. Vortageshoch oder was, weiß ich auch nicht. Also von daher schaue ich hier bei Indikator nach, dann kriege ich alle aufgelistet. Man kann dieses Feld auch ein bisschen größer machen, damit man alles lesen kann, zum Beispiel, was da steht, auch hier. Und da muss man sich ein bisschen auf die Suche machen, ein bisschen runterscrollen. Ich weiß, das gibt es. Da sind wieder Optionen dazugekommen. Oder Stream, Price Alert, Range, Stream Session. Moment. Gehen wir nach rüber. So. Stochastic, Support und Resistance war es nicht. Trade Performance auch nicht. Gibt es aber, ich weiß es. Breaklines ist es auch nicht. Percent Envelopes ist es nicht. Ich glaube, das war irgendwas mit Day und dann konnte man in den Einstellungen auf Genau. Vortag einstellen. Daylines, es gibt, jetzt haben sie es reduziert, genau, Daylines. Open, High, Low, Close könnte sein, es gibt aber noch eins. Und das haben sie es wirklich jetzt auf eins reduziert. So, klickt man da doppelt drauf, nimmt man das oder nimmt es einfach und schiebt es hier rüber, dann wäre es quasi drin. Und jetzt schiebe ich das mal wieder zusammen. Dann kriegt man hier die Möglichkeit, das im Endeffekt anzeigen zu lassen und einzustellen. Also auch die entsprechenden Farben. Vortageshoch, Vortagestief, Vortagesclose, Today's Open zum Beispiel. Ja, und da kann man sagen, okay, das möchte ich jetzt nicht sehen im Chart, kann man das auf False stellen. Und wenn man alles sehen möchte, lässt man es einfach so. Und hier kann ich bestimmen, wie viele Tage kann ich das halt zurück mir anschauen. Ja, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt lieber 5 Tage für eine Woche, dann klicke ich auf Übernehmen und okay. Und dann sieht man hier nichts, weil es im Tagesschart wahrscheinlich ist. Geht man auf 10 Minuten, vielleicht sehen wir es dann. Ja, dann sehen wir jetzt hier die entsprechenden, die Farben müsste man sich jetzt halt anpassen. Auch von der Breite kann man das machen. Tageshoch, Tagestief und Schlusskurs. Und die sind halt miteinander verbunden. Dann sieht man halt immer, hier fängt ein Tag an, da hört er auf. Und so hat man halt die entsprechenden Linien drin. Wenn man das wieder nicht möchte, dann löscht man das wieder. Übernehmen und dann ist der Indikator wieder draußen. Der René schreibt, der Indikator ist unter den Premium-Indikatoren. Unter den Premium-Indikatoren. Da ist auch mal die Frage, was man hat. Ne? Also es gibt Daylines Advanced. Das stimmt, dann hat man aber ein Paket freigeschaltet. Und wenn es durchgestrichen ist, ist das hier nicht verfügbar. Ja. Und in der Mercury funktionieren halt auch nicht alle Pakete, weil ja bestimmte Funktionen gar nicht, sag ich mal, mit kompatibel sind. Aber richtig, wenn man das ein Paket hat und hat ein Andromeda, dann wäre hier zum Beispiel Daylines auch bei Premium-Indikatoren vorhanden. Das stimmt. Okay, dann ist noch eine Frage, ist mehr an mich gerichtet, und zwar das Thema Futures und Agena Trader bei FX Flat, wann das denn ja, zur Verfügung steht oder überhaupt möglich ist. Also es ist auf jeden Fall ein Projekt für dieses Jahr, da wird auch schon daran gearbeitet, aber aktuell kann ich keinen Zeitpunkt nennen, wann es tatsächlich funktioniert und wir das entsprechend dann auch Ihnen zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir schon dran sind. Genau, dauert ja mal eine gewisse Zeit, Sachen zusammenzuknüpfen. Eine Software, sag ich mal, mit einem Broker zu verbinden, ist ja nicht ganz so einfach. Und das soll ja auch einwandfrei laufen und dann gewissenhaft gemacht werden. Und da bin ich mir sicher, dass das gut umgesetzt wird, aber es dauert halt noch seine Zeit. Ne? Richtig. Ansonsten sehe ich aktuell keine weiteren Fragen, aber ich habe noch vielleicht oder ich übernehme mal die Aufgabe der Kunden und stelle meine Frage jetzt stellvertretend, weil es tatsächlich auch sehr oft bei uns ankommt, ist, wie man zum Beispiel die Historie im Chart ja, erweitern kann.
Wenn man jetzt hier mal zusammenscrollt mit dem Mausrad, dann sieht man ja, irgendwann ist das Ding zu Ende, nämlich hier. Und wenn man die jetzt erweitern möchte, dann sollte man hier drauf schauen, hier oben, bei One Day zum Beispiel. Und mal gucken, was unter Custom Parameter steht, und zwar hier an Anzahl der Kerzen zum Beispiel. Ja. Je nachdem, was der Broker liefert, könnte man das jetzt zum Beispiel erhöhen und dann auf OK klicken, und dann lädt das Ding, und jetzt haben wir ein bisschen was dazu bekommen. Irgendwann ist aber dann auch Ende. Ja, also je nachdem, wie viel Daten dort vorhanden sind, wenn der Henkel CFD wahrscheinlich hier erst bei euch am 31. Januar 2016 hineingenommen wurde, dann ist er halt bis dahin nur in der Historie vorhanden, ne? Beim Index sieht es wahrscheinlich anders aus. Da kriege ich natürlich mehr Historie rein. Genau, aber zumindest jetzt hast du auch gezeigt, wie man das Ganze einstellen kann. Das ist schon mal Genau, super. richtig. Man hat auch hier noch einen Button, der ist nicht immer aktiv, ne? Man kann sehen hier, wenn man zum Beispiel, hier oben sind noch viel mehr Buttons drin. Wenn man selten welche benutzt, macht es immer Sinn, das zu reduzieren und die rauszunehmen. Wenn man welche dazu machen möchte, kann man hier draufklicken, und dann sieht man hier zum Beispiel komplette Historie anzeigen, ist auch ein Element. Das möchte ich vielleicht nicht immer in allen haben, aber dann nehme ich diesen Button mit dazu und klicke dann hier drauf und würde halt die komplette Historie sehen. Die ist nun nicht länger, weil da keiner vorhanden ist, aber theoretisch, wenn mehr wäre, würde er die komplett dann runterladen und anzeigen. Also mit diesem Pfeil hier. Auch eine Möglichkeit. Okay, da ist noch eine Frage reingekommen von Thorsten. Wie kann man den Chart in der Höhe komprimieren? Okay, das ist ganz einfach. Du nimmst die Maus in der Höhe komprimieren und hast die rechte Maustaste und gehst dann hier auf die Preisskala. Ja, ich klicke jetzt mit der rechten rein, halte die fest und ziehe die nach unten. Und du siehst, ich kann den so komprimieren, dass man alles sieht. Ich kann den aber auch strecken. Ja. Das Gleiche kannst du unten mit der Zeitachse machen. Du gehst dort rein, wieder die rechte Maustaste, ja, ziehst den Chart auseinander oder gehst nach links und stauchst ihn so. Ja. Kannst du alles machen. Mit der linken Maustaste da drin kannst du den Chart hochfahren und runterfahren, immer gedrückt halten. Und mit der Zeitachse unten genauso, linke Maustaste festhalten, wiedersehen nach links und wiedersehen nach rechts. Ja. Immer festhalten die Maustaste, kein Problem. Und mit dem Mausrad kannst du, wenn du drehst, sehen, was im Endeffekt passiert. Hast du das Ding so verkorkst verstellt, dass du sagst, okay, wo ist eigentlich meine Historie? Dann hast du entweder hier unten so einen Pfeil, also hier oben Pfeil, der leuchtet rot auf, wenn du halt, sag ich mal, dieses Historie nach links aus dem Chart geschoben hast. Dann ist das halt nicht die aktuelle Kerze, und damit du das siehst, ist hier oben so ein roter Pfeil. Klickst du da drauf, springt der wieder auf die aktuelle Periode zurück. Und das ist ja immer noch verstellt zur eigentlichen Charteinstellung. Dann hast du hier unten so ein Pinorik oder da oben, und wenn du darauf klickst, kriegst du deine ursprüngliche Charteinstellung wieder. Also du siehst, du kannst nicht viel falsch machen. Gut, also wir haben jetzt eigentlich noch Zeit. Sie haben natürlich die Möglichkeit, weiterhin Fragen zu stellen. Das Webinar ist ja, wie gesagt, anfangs gesagt, auch für Sie gedacht. Und wenn aber keine Fragen mehr da sind, dann müssen wir auch nicht zwingend in die Länge ziehen. Und Sie können dann aber natürlich, sollte das Webinar vorbei sein und Ihnen fällt dann trotzdem was ein, dann die Frage nachträglich an uns schicken oder an Carsten. Kontaktdaten sehen Sie jetzt. Und ja, ich gebe Ihnen noch gerne noch ein paar Sekunden, falls Sie doch noch eine Frage haben. Ansonsten würden wir das Webinar jetzt an der Stelle beenden. Ich glaube aber, dass jetzt keine weiteren Fragen kommen. Wann haben wir das nächste, Nelson? Ich gucke mal auf den Genau, Kalender. Helpdesk ist 25.03. ist das nächste Webinar. Wie gesagt, hier sehen Sie es ja auch nochmal. Sie können gerne vorab die Fragen dann stellen oder natürlich gerne auch live an dem Tag. Ansonsten natürlich werden wir auch in der Zwischenzeit, wenn Sie Hilfe brauchen mit dem Margin Trader, Ihnen natürlich auch im Support weiterhelfen. Jetzt ist noch eine Frage reingekommen, Carsten. Okay. Kann man beim Condition Programmieren auch die Zeit festlegen, zum Beispiel bei einer Range?
die Zeit festlegen bei einer Range. Also da ich jetzt hier nicht Zugriff habe auf den Condition Escort, weiß ich, dass man Zeitelemente auch mit reinnehmen kann. Die Programmierung ist ja die erweiterte Form des Condition Escorts, weil da kann man ja nur per Drag and Drop zusammenstellen. Aber wenn man programmieren kann, da kann man eigentlich, glaube ich, alles machen mit. Ja. Das erfährt man am besten, indem man halt schaut, was die API kann. Ja, also auf der ArjunaTrader-Seite.com im Wiki, bei denen kann man halt die API sehen, die Funktionen, und die Befehle dort kann man halt dann benutzen, um sein Ziel zu erreichen. Ja. Also ich bin kein Programmierer, ich kann zwar sehr gut Conditions per Drag und Drop erstellen, aber ich beherrsche kein C-Sharp, wo ich jetzt anfange rumzuprogrammieren. Ich habe es gerne einfach, aber diese Funktion sollte, ich lege nicht die Hand dafür ins Feuer, sollte aber möglich sein, einfach mal auf die API-Sachen schauen. In der Wiki, ich glaube hier bei Support schauen wir mal, ist da eventuell. Da sehen wir ja Indikatoren, Agina Trader Script zum Beispiel, dort mal draufklicken und dann schauen, ob dieser entsprechende Befehl dort vorhanden ist. Der Michael, der vorhin die Frage hatte zu dem Indikator Vortageshoch etc., sagt gerade, dass es bei ihm nicht geht. Könnten wir es vielleicht kurz in der Praxis ausprobieren, ob das jetzt auch so gewünscht ist, wie gedacht, In der oder Praxis. beziehungsweise wie, ob es auch so wirklich dargestellt wird, wie gewünscht. So ist das richtig. Okay, also ich soll es einfach nochmal zeigen auf Deutsch. Genau. Also einfach, mach das nochmal langsam hier oben. Und das ist in jedem Chart so, ist das Indikatorfenster, das einfach mal öffnen. Indikatoren auswählen. Und dann haben wir hier unter D die Daylines. Wo sind sie? Da. Per Drag und Drop, also festhalten, rüberziehen. Dann ist der schon mal in der ausgewählten Indikatorenspalte. Und wenn man die da drin hat, dann hat man auf der rechten Seite davon die Möglichkeit, hier verschiedene Einstellungen zu machen. Und die wichtigste bei dem Indikator ist halt, ob man die entsprechenden Linien wie das Open oder Close überhaupt sehen möchte. Wenn es auf True steht, ja. Wenn man es nicht sehen will, auf False wechseln. Und die Tage hier oben einzustellen bei Days Back, so sind nur die letzten beiden Tage da. 10 Tage wäre auch zu viel. So, wenn man jetzt die Farben verändern will, klickt man auf Ausgaben, dann wählt man hier die Farbe. Und wenn die Linien einem zu dick sind, dann macht man hier einfach mal eine 3 hin. Und wenn man sagt, Orange ist aber überhaupt nicht mein Ding, ich hätte lieber eine rote Linie, dann macht man die auf Rot. Kann man hier mit den anderen auch machen. Klickt auf Übernehmen. Und okay. Und jetzt sieht man das hier im Tag nicht, ja, weil das Ding zeigt es nur auf unterhalb des Tagescharts an, ja, mit dem Tageschart. Wenn ich jetzt umschalte auf 5 Minuten, dann lädt er und dann kriegt man gleich einen 5-Minuten-Chart. Und dann sieht man hier die Linie. Das ist die dicke rote. Das ist sonst jetzt bei 100er, nehme ich mal raus, die ich eben verändert habe und die ist jetzt auch dicke. Und das kann ich mit den anderen Linien genauso machen. Ja. Also hier habe ich nur die letzten beiden Tage abgebildet. Das macht ja auch Sinn. Also 10 Tage wäre auch viel zu viel. Also ich hoffe, das funktioniert dann. Sollte eigentlich dann auch funktionieren. Also beim Teilnehmer kommt die Meldung, nicht ausreichende historische Daten, um Indikator anzuzeigen. Okay, das wird wahrscheinlich sein, wenn man 2 Tage sich also anzeigen lassen möchte und man hat hier nur einen Tag drin. Ja, wenn man eine Minute hat oder Tickchart zum Beispiel, kann es schnell passieren, dass man von den Daten, von den Perioden zu wenig reinlädt. Dann hier draufklicken, komplette Historie. Oder aber, was ich gezeigt habe, hier auf Custom Parameter gehen, in der Minute da oben. Custom Parameter. Und hier die Anzahl der Kerzen erhöhen. Oder wenn man sagt, okay, machen wir mal einen Zeitabstand, dann hier ein Datum einzugeben oder Tage zurück. Ja. Wenn man nicht weiß, man möchte jetzt 2 Tage angezeigt bekommen, macht es Sinn, jetzt 6 Tage zurückzugehen zum Beispiel. Ja, und auf OK zu klicken, dann lädt er in die entsprechende Historie rein. Gut, ich hoffe, das hat jetzt geholfen. Vielleicht kann der Teilnehmer kurz, falls er jetzt gleichzeitig probiert hat, kurzes Feedback geben.
Ich habe es jetzt parallel bei mir auch mal kurz ausprobiert und es geht. Okay, super. Beim Das Teilnehmer freut geht es mich, das auch. war Sinn der Sache. Genau, prima. Gut, dann, ich glaube, dann haben wir es geschafft. Wir haben ja jetzt auch gleich auf die volle Stunde. Dann möchte ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken, Carsten, für das Webinar heute und für den Input. Und natürlich auch hier die FXRed-Arbeitsoberfläche sieht wirklich sehr, ja, sieht super aus und ist aber auch sehr effektiv. Und das werden wir, wie auch du angekündigt hast, Stück für Stück erweitern, auch mit neuen Produkten. Und dann möchte ich mich natürlich auch bei den Teilnehmern bedanken für die Fragen. Wie gesagt, gerne vorab alles schicken per E-Mail. Und wünsche Ihnen natürlich einen schönen Abend noch, falls Sie handeln, noch viel Erfolg. Und natürlich auch für die restliche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Carsten, du hast gerne das Schlusswort. Ja, vielen Dank, sag ich mal, für die schönen Fragen, denn das ganze Webinar und das Helpdesk gelebt im Endeffekt von euch, hier die Fragen zu stellen. Und ich freue mich auf jeden Fall, schickt mir eure Fragen vorab oder an FXFlat, wie gesagt, dann können wir uns so vorbereiten, wenn es auch mal komplexere Sachen sind. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Webinar am 25. März oder beim Perlentaucher-Webinar am 18. März bei FXFlat. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend.